Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein in Zwickau bei herrlichstem Wetter. Eins ist noch nicht gesagt worden heute. Zuallererst möchte ich mich bedanken bei den zahlreichen Polizeibeamten, die diese Veranstaltung absichern und nicht die Bevölkerung oder andere vor uns schützen, sondern uns schützen müssen, eigentlich, das wird ja auch immer armseliger, vor denen, die Demokratie nicht ernst meinen, vor denen, für die Meinungsvielfalt bedeutet, dass viele einer Meinung sind. Aber wenn ich mir diesen armseligen, kraftlosen kleinen Haufen da drüben angucke, diese rot lackierten Linksfaschisten, diese völlig verhetzten Kindersoldaten, diese aufgehetzten Kindersoldaten der sogenannten Antifa, da kann ich nur sagen, erstens sucht euch Arbeit und zweitens eure Eltern wählen AfD. Der Frühling ist da und er weckt ja nicht nur frische Kräfte bei uns. Ich bin viel im Land unterwegs und es bietet mir immer wieder Gelegenheit, einen Blick auf unsere Heimat zu werfen. Und da fällt mir immer wieder auf, gerade im Frühling, in der Frühlingssonne, wie schön dieses Land ist, wie schön unser Land ist und wie viel hieran erhaltenswert ist und wie viel schützenswert ist. Und wenn ich durch die kleinen Städte fahre und übers Land, dann stelle ich auch fest, unsere Heimat hat sich verändert. Unsere Heimat hat sich verändert, im Großen wie im Kleinen. Und dieser Heimatverlust beginnt bei den kleinsten Dingen. Man wendet den Blick nach links und hat ein schönes Dorf. Da ist tatsächlich noch die Kirche, das höchste Gebäude. Da gibt es keine Moschee. Und dann schaue ich nach rechts und sehe Windräderparks, die sinnlos aus ideologischen Gründen dahin gepflastert wurden, von denen wir nichts haben und die zur Energiewende auch überhaupt nichts beitragen. Das ist auch Heimatverlust. Und wenn ich an die Bahnhöfe schaue, dann sehe ich Kopftuchgeschwader, ich sehe junge syrische Deserteure. Abschieben! 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 Ich sehe junge syrische Deserteure, die den ganzen Tag an Handymodellen rumspielen, die ich gar nicht kenne, die so aussehen in der Größe, als könnten sie fliegen und toasten oder ich weiß es nicht. Unser Land hat sich verändert. Wenn die, die angeblich hierher kommen, um Schutz zu suchen, nicht die Hand ausstrecken, wie es, wenn man ein Mindestmaß an Anstand hätte, der Fall wäre, wenn man hier Aufnahme findet, eine Hand ausstrecken, in der dann ein Messer liegt. Das ist das, wie sich unser Land im Moment verändert. Haben wir das früher gekannt? Messerstechereien allen halben, das haben wir nicht gekannt. Das gehörte nicht zu unserem Land. Und manche sagen, ja, wenn das so weitergeht, dann haben wir einen schleichenden Kulturkampf. Entschuldigung, der Kulturkampf ist doch schon längst da. Der Kulturkampf tobt doch schon im Kleinen. Der Kulturkampf tobt in den Kindertagesstätten, wo es darum geht, dass man Schweinefleisch von den Kitas streicht. Der Kulturkampf tobt in den Schwimmbädern, wo wir nach Jahrzehnten wieder drüber reden, ob wir getrennte Bereiche einführen für Mann und Frau. Da überall tobt dieser Kulturkampf. Der Kulturkampf tobt in Berlin, wenn es die Deutschen sind, die mit nach unten gesenktem Blick die Straßenseite wechseln. Wenn die Horden der sogenannten Bereicherer, der Neubürger, ist ja auch ein Wort, das mir jedes Mal Verdauungsverstörungen verursacht. Die Neubürger, da wird ja gar nicht mehr differenziert, alle sind Neubürger. Ja, und da wird angekocht, das ist auch so eine Antifa-Geschichte, da wird angekocht gegen Ausgrenzung. Es gibt Kochkurse, überall gibt es ja jetzt Kochkurse mit Syrern oder was es da alles gibt. Ja, dieser ganze Unsinn, der uns hier vorgegaukelt wird und nichts anderes bedeutet als der Verlust unserer Heimat. Und die AfD war die erste Partei, die klar gemacht hat, es geht um diesen Kulturkampf im Kleinen wie im Großen. Und Integration bleibt die Bringschuld derer, die kommen. Und Integration funktioniert nicht so, dass ich Moscheen baue, damit sich diejenigen, die hier angeblich herflüchten müssen, wohler fühlen. Dass ich meinen Töchtern, ich habe noch eine meiner Tochter sagen muss, zieh dir nicht so was Leichtes an, damit sich keiner provoziert fühlt.
So funktioniert Integration nicht. Und ich sage hier an dieser Stelle eines ganz offen. Ich möchte auch gar nicht, dass sich die Massen, die hierher kommen, integrieren. Und eins ist auch klar. Das ist ein Gastrecht auf Zeit. Das ist bestenfalls ein Gastrecht auf Zeit. Und dann sollen die zurückgehen in ihre Heimatländer und ihre Länder aufbauen. Und wir unterstützen ja schon gehörig. Und das wollen wir auch in Zukunft tun. Aber eins ist auch klar, ich möchte die kulturelle Substanz dieses Landes erhalten. Und ganz wichtig ist dabei, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und er soll es nicht für alle Zukunft. Die AfD hat sich auch gelöst von der klassischen politischen Gesäßgeografie. Keiner muss mehr grün sein, um seine Heimat schützen zu wollen, weil Heimatschutz bedeutet auch Naturschutz. Aber wir wissen ja, dass es diesen Grünen gar nicht ernst ist. Die Grünen hassen dieses Land. Deshalb rennen ja Leute wie Claudia Roth hinter fragwürdigen Plakaten. Ja, jeder kennt sich, ich brauch's nicht mehr erzählen. Ja, das sind dieselben Grünen, die irgendeine Baugenehmigung für eine Scheune widerrufen, weil da Fledermauspaar haust, dann aber tausende Windräder aufstellen, wo noch mehr tausende Fledermäuse geschreddert werden. Das ist doch sinnlos, was da passiert. Das hat mit nachhaltiger Politik nichts zu tun. Und keiner muss links sein, um für soziale Gerechtigkeit einzustehen. Wir haben einiges davon schon gehört. Und eins ist doch klar sozialpolitisch. Das neue Rot der Arbeitnehmer ist doch längst blau. Was macht denn dieser Arbeiterverräterverein der Asozialdemokraten? Der macht doch seit Jahrzehnten keine Politik mehr für Arbeitnehmer, für die sogenannten kleinen Leute. Das sind Champagner-Sozialisten und Salonbolschewiken, die sich in irgendwelchen Talkshows feiern lassen. Und längst den Bezug zum Volk verloren haben. Keiner muss links sein, um dafür einzutreten, dass Menschen, die 40 Jahre lang hart gearbeitet haben, Menschen, die unser Land aufgebaut haben, natürlich eine würdige Rente bekommen. Und André Poggenburg wurde mal übel gescholten für den Satz Deutschland zuerst. Und ich sage Ihnen eines ganz ehrlich, wenn es bedeutet, dass Beiträge, die wir als Solidargemeinschaft erwirtschaften, zuerst unseren eigenen Leuten zugutekommen, dann ist das doch mehr als recht und billig. Alles andere kann doch gar nicht wahr sein. Und ich muss auch nicht recht sein, um sichere Grenzen zu wollen, weil das eigentlich gesetzlich festgeschrieben ist. Nicht wir fordern die neuen Gesetze. Wir fordern die Anerkennung des geltenden Rechts von diesen etablierten Politikern, allen voran die Raute des Grauens Angela Merkel, die millionenfach... die millionenfachen Rechtsbruch begangen hat und es passiert nichts. Es muss auch keiner recht sein, um zu glauben, dass eine durchschnittliche Familie im Ideal aus Mann, Frau und Kind besteht. Das muss man nicht. Aber ich sage Ihnen eines, wenn es recht sein sollte, dass man morgens aufsteht, hart arbeitet und seine Familie aus eigener Kraft durchbringt, wenn es recht sein sollte, dass man an die Tugenden glaubt, die dieses Land groß gemacht haben, Ordnung, Disziplin und auch Vaterlandsliebe, wenn es recht sein sollte, dass man glaubt, dass man das Geschlecht von Kindern, bei meinen dreien war es so, gleich nach der Geburt durch den Blick erkennt und die sich das nicht irgendwann mal googeln, wenn das alles recht sein sollte, dann bin ich das gerne und habe damit überhaupt kein Problem. Und ich sage auch in aller Offenheit, ich bin stolz auf dieses Land. Ich bin stolz auf die Geschichte dieses Landes. Und wir stehen zu dieser Geschichte mit allen Schattenseiten, die es gibt. Und wir stellen uns auch dieser Verantwortung. Aber wir haben Grund genug, stolz zu sein auf das, was unsere Väter und Vorväter, gegendert müsste ich jetzt sagen, die Vormütter natürlich auch, geleistet haben, was sie uns aufgebaut haben. Und es ist nicht mit anzusehen, wie viele Menschen das jetzt bereit sind, aus der Hand zu geben.
durch falsche politische Entscheidungen. Ich frage mich ja immer, wer sind denn eigentlich die 30%, die noch SPD wählen? Merken die gar nichts? Aber dafür sind wir da. Dafür sind wir da. Wir sind in der AfD ein gefährliches Wort. Wir sind der Weckruf für diese Menschen. Um klarzumachen, wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir dieses Land verlieren. Wenn die Guten nicht kämpfen, siegen die Schlechten. Und weil die Guten zu anständig waren, sind die Unanständigen oben. Und dann schauen wir uns doch mal dieses Gruselkabinett dieser Regierung an. Das ist ja keine Regierung mehr, es ist eine Reagierung. Wird ja gar nicht regiert, wird auch noch reagiert. Da ist einer schrecklicher als der andere. Es geht doch nur noch um die Töpfe. Es geht doch gar nicht mehr um Politik. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Zeichen setzen. Es ist wichtig, dass jeder von uns handelt. Wir schaffen das nur als Gemeinschaft. Wir schaffen die Veränderung nur als Gemeinschaft. Und jeder ist aufgerufen, im Rahmen seiner Möglichkeiten aktiv zu werden. Sonst werden wir dieses Land, so wie wir es kennen, verlieren. Und ich möchte diese Heimat bewahren. Ich möchte diese Heimat bewahren, nicht als leere Worthülse. Und nicht als Folklore. Inzwischen spricht ja jeder von Heimat. Sogar die Grünen machen das, kriegen zwar Pickel an einem Gesicht, wenn das Wort nicht so richtig über den Mund kommt. Was ich mit Heimat meine, ist eine Gemeinschaft. In Bezug zu Raum, Tradition, Sicherheit, Geborgenheit und Identität. Und um die zu bewahren, gehört natürlich die Grenzsicherung dazu. Und eins muss man hier mal unverblümt zum Ausdruck bringen. Natürlich brauchen wir die Festung Europa. Grenzen dicht. Und was wir brauchen, statt dieser völlig enthemmten Abschiebekultur, dieser völlig enthemmten Willkommenskultur, ist eine konsequente Abschiebekultur. Das ist, was wir brauchen. Der Multikulturalismus ist die Todesseuche der Globalisierungsextremisten. Und wir wurden damit angesteckt. Überall. Und diesen Zustand werden wir jetzt beenden. Und ich weiß noch, mit welcher Arroganz auf Landes- und auf Bundesebene diese etablierten Politkomödianten uns entgegengetreten sind. Und ich erinnere mich an eine Aussage der Grünen, die meinte, wir dachten, da kommen Leute in den Bundestag, die bringen keine drei Sätze gerade raus. Und jetzt sind die gut, die sind schrecklich gut. Und das ist unser Versprechen an die etablierte Politik. Euch wird das Lachen noch vergehen. Und wenn ich mir anschaue, in welcher breiten Front wir zusammenstehen, ob das Pegida ist, ob das die AfD ist, ob das Candlis überall ist, es bewegt sich was in diesem Land. Und ich freue mich ja besonders, dass es im Westen losgeht. Das ist dann unsere Aufbauhilfe West, die wir leisten werden politisch, damit sich da auch ein bisschen schneller was tut. Und das ist so nötig. Und ich bin nicht bange. Ich bin nicht bange, wenn ich mich umsehe und Mitstreiter sehe, wie Björn Höcke, wie André Poggenburg. Ich kann die gar nicht alle aufzählen, die hier sprechen werden. Das ist eine starke, das ist eine lebendige Gemeinschaft. Die wollen wir pflegen, die wollen wir aufbauen. Wir brauchen eine starke und eine einige AfD für dieses Land. Und dann holen wir uns unser Land zurück. Vielen Dank.